Wer ist das? Hallo? Hallo, mein Liesel. Guten Morgen, die Bambi. Bambiline, ich sitze hier mit dem Robert und vom Standard. Und Nein, Moment, lass mich aussprechen. Wir sind gerade fertig. Er hat mich gefilmt. Ja. Ich habe ihm sein Geburtstagslied vorgesungen von der. Und jedermann, keiner kann mir entweichen. Mein Name ist Liesel Steiner, nicht Hase. Und ich bin jetzt in Wien und werde interviewt und alles Mögliche ist passiert. Und alles war gut, aber nur, ich wurde ausgeraubt in Hamburg, habe alles verloren. Ich heiße Liesel Steiner Tsunami oder Erdbeben oder Flut oder was gibt's noch? Alles. Also ich bin im Jahre 1927 geboren. Gestern hatte ich Geburtstag, ich war 88 und heute bin ich schon 89, weil ich mich immer ein Jahr älter mache. Es hat überhaupt keinen Sinn, sich jünger zu machen. Also ich bin im Sanatorium Hörer geboren. Meine Eltern hatten keinen Namen für mich, aber es war der Namenstag der Elisabeth, Kaiserin Elisabeth. Also ich wurde Elisabeth genannt, aber das hat sich dann nach Liesel entwickelt. Und dann mit 11 Jahren, die ich halt hier in Wien mit meinen Eltern einziges Kind verbracht habe, wurde ich exportiert von meinem Vater und mit meiner Mutter nach Buenos Aires, Argentinien. Das war 1938 und mein Vater hat gemeint, er wird seine Frau nicht dem aussetzen, im Pelzmantel eine Toilette putzen. Und das war dann Ende September fing das an. Also wir sind nach Italien, Triest und dann ein paar Monate später haben wir die Oceania genommen und dann in meiner Memoir, die ich so gerade fabriziere, weiß ich nicht, ob unser Koffer auf einem anderen Schiff waren aus Versehen und das Schiff ist gesunken. Aber vor kurzem habe ich, glaube ich, festgestellt, es wurde uns das Gepäck gestohlen. Also wir fuhren nach Argentinien. Mein Vater hatte einen Bruder dort, einen Professor. Er hatte einen anderen Bruder in Chile. Und da bin ich halt aufgewachsen und lebte 28 Jahre. Mein Vater hatte verschiedene Freunde. Einer davon war der Otto Preminger, ein Filmregisseur. Und der andere war der Adolf Loos. Und die trafen sich immer im Zentral, Café Zentral. Und einer der Freunde dieser Gruppe war der Adolf Loos. Und ich bin auf seinen Schoß gesessen. Ich war eine der ersten Lapdancers. Und Preminger auch. Ich bin auf seinen Schoß gesessen und ich war 4 Jahre oder 6 Jahre. Ich kann es nicht gut rekonstruieren. Und also das war das Kleine. Jedes Mal, wenn ich einen Architekten treffe, sage ich, ich bin am Schoß von Adolf Loos gesessen. Ah, das ist so, die Tür aufmachen, das ist so komisch. Sie haben alle großen Respekt vor ihm. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis und eigentlich habe ich ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann mich an fast alle meiner Bilder erinnern, wo sie aufgenommen wurden, wie. Ich habe erst Kunst studiert und
bin dann auf die Universität, habe mir alles angehört und es hat mir nicht gefallen. Und deswegen wurde ich ein Autodidakt und habe alles selbst gemacht. Und ich hatte erst gezeichnet, also viel gezeichnet. Und dann war ich die Assistentin bei 50 Dokumentationen über die Schönheit Argentiniens. Und dann hat mir jemand eine Kamera, einer meiner Liebhaber, hat mir eine Leica vermacht. Und da wurde ich halt, es war 1955, es gab eine Revolution. Eugenio Aramburo, José Antonio Eugenio Aramburo, ein General, wurde Präsident und er fuhr nach Ushuaia und hat gefischt. Und ich bin in einer kleinen Beechcraft, ein ganz kleines Flugzeug mit einer plastischen Nase. Ich habe die Schafe in der Patagonia gezählt. Und dann bin ich ihm nachgefahren und er fischte, er hat geangelt und ich habe ihn fotografiert und Time und Life haben gefunden. Ein General, der fischt, ist etwas so Außergewöhnliches. Das war mein erstes Bild in Time und Life. Bei mir hat sich nichts verändert, weil ich absolut nicht meine Nudel hier gebrauche. Ich denke nicht viel, ich habe wirklich wenig Ahnung, was alles bedeutet. Ich saß vor kurzem in einer Dokumentation mit dem Erich Schelling, Lessing. Und er hat behauptet, er weiß nicht, was analog ist. Und ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht. Und wir fotografieren halt. Und denk nicht, ich denke nicht beim Fotografieren, ich stelle nicht ein, ich schieße los und dann schaue ich mir das Produkt an. Aber ich weiß sehr wenig, ich war nie in einer Laboratorium-Situation, weil entweder war es Time and Life, die meine Sachen entwickelt haben, oder jemand anderer. Und ich persönlich, ich wollte nie diesen Tropfen fallen lassen. In der Badewanne. Ich kannte viele Fotografen, die einen Film in der Badewanne entwickelt haben. Und da war immer ein Tropfen, der gefallen ist. Ja, hat mich überhaupt nicht interessiert, das Laboratorium. Es gibt Fotografen, die schwören, dass der schönste Moment der Fotografie in der Dunkelkammer ist und dass sie glücklich sind, wenn sie da eingesperrt sind. Also, bei mir hat sich alles, ja, ich habe Leica analog fotografiert, ich habe 6, jetzt meine schönste, Nummer 3 ist weg, bei der Räuberei im Hamburger Flughafen. Und ich habe eine kleine Leica und ich habe mein iPhone und das genügt mir. Ich kann nicht da rumschleppen, riesige Kameras. Ich konnte das, wenn ich 20 war. Zum Beispiel, als der Kennedy gestorben ist. Ich saß im Greenwich Village im Figaro, das war ein Kaffeehaus. Und ich kriege einen Anruf von meinem Answering Service. Das war eine richtige, lebendige Person, die halt meine Gespräche geleitet hat. Und sie hat mich angerufen im Figaro und hat gesagt, get your ass to Times Square. Schubse deinen Popo auf dem Times Square. Und da habe ich dann ein Taxi genommen, bin dort aufgetaucht. Da standen Leute. Ich stieg auf ein Auto und diese 22 Leute um 2 Uhr nachmittags am 22. November, leider 1963. Und ich habe die fotografiert, das ist alles auf meiner Website, kann man alles sehen. Und da steht, Kennedy erschossen, er ist vielleicht tot,
Aber wenn das Gehirn im Auto liegt, dann bist du tot. Weißt du, Argentinien war ein Ort, Buenos Aires, wir mussten alle antreten. Der erste, der kam, war der Bill Haley. Den habe ich fotografiert. Das war so Rock'n'Roll. Dann kam der Louis Armstrong und ich bin in seinem Hotelzimmer. Er bekommt einen Anruf von einem sehr gehassten Ambassador, also, und der sagt, Mr. Armstrong, könnten Sie heute Abend die amerikanische Hymne spielen? Und der liebe Loy hat gesagt, Mr. Ambassador, go fuck yourself. Ich kann nicht einmal in ein Hotel am Times Square kommen, weil er schwarz war. Und das, ich war allein mit ihm. Das heißt, hearsay. Vielleicht habe ich das alles erfunden, aber ich lüge nicht. Miles Davis, Duke Ellington, Johnny Ray, viele Musiker. Und ich bin in einem Opernhaus in Argentinien aufgewachsen und habe sehr viele Zeichnungen gemacht, von Furtwängler, Kleiber, Leinsdorf, alle, die dort hinkamen. Die kamen per Schiff, Toscanini, Furtwängler, 10 Proben. Heute kommen sie um 4 Uhr Nachmittag an, singen um 8 und fahren um 8 wieder weg. Ja, Harry Truman, der, wenn er hier in New York, wenn er in New York war, dann ist er immer spazieren gegangen. Und ich kann mich nicht erinnern, ob einer wird vielleicht mit ihm gegangen sein, aber es gab einen Fotografen, einen Freund von mir, der hieß Nat Fein. Und der ist dann mit ihm mitgelaufen, hat ihn fotografiert. Da war kein Secret Service. Und all diese Sachen, das hat sich, das war ganz leger. Robert, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Robert, ich träume so viel von dir. Ach, bitte komm zu mir nachmittags um 3:30. Robert, wenn mich dein Arm umfasst, dann denke ich noch zuletzt, wenn du nur jeden Tag Geburtstag hättest, Robert. Marlene Dietrich. Ich habe noch ein Lied. Und es ist von Heinrich Heine. In mir redet immer jemand ein, es ist nicht von Heine, aber die spielen sie auch auf der Television. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie seltsame Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei und sperrt man mich auch ein im finsteren Keller. Da-da-da, da-da-da, da-di-da, da-da-da. Denn meine Gedanken durchschränken die Schranken, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. Heinrich Heine.